Hallo ihr Lieben, dies hier ist wieder ein Video aus der Reihe Strickbegriffe in Anleitung verstehen. Und heute geht es darum, wenn es in der Anleitung heißt, man soll drei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Was bedeutet das? Das ist ganz einfach. Jetzt euch nicht wundern, ich stricke hier zweifädig, aber das macht jetzt auch nichts zum Erklären. Drei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Stricken bedeutet, die nächsten drei Maschen, also 1, 2, 3, stricke ich hier nicht normal recht zusammen, indem ich hier von vorne einsteche, sondern ich steche hier von hinten von rechts nach links ein. 1, 2 und 3, sodass ich hier ins hintere Maschenglied komme. Ich zeige es euch nochmal. Man kann das entweder so einzeln machen oder kann auch in alle drei gleichzeitig schon reingehen, in alle drei Maschen. Nur gucken, dass er das hier von hinten so aufnimmt. Ja, also in das hintere Maschenbein einsticht und dann das Ganze rechts verschränkt abstrickt. Und so habt ihr aus drei Maschen eine Masche gemacht und habt dadurch zwei Maschen auf einmal abgenommen. Andere Strickbegriffe und in Anleitung habe ich schon in meiner Playlist und die verlinke ich euch unten. Und ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Bis ganz bald, eure Maschenmarie.